Hallo zusammen, wie ihr seht, sind wir umgezogen. Und zwar haben wir jetzt einen anderen Raum gewählt, weil ich fand den Raum vorher, wo wir drin waren, so ein bisschen, ja, war ein bisschen langweilig, ein bisschen unordentlich, beziehungsweise es war einfach so ein bisschen kahl gewesen mit dem weißen Hintergrund. Und deswegen haben wir jetzt einen anderen Raum gesucht und auch einen guten gefunden, denke ich mal. Und werden jetzt hier oben alles so drehen, was man quasi ja nicht unbedingt jetzt in der Werkstatt machen muss oder was jetzt nicht unbedingt am Pferd passieren muss. Wir haben auch euch am Anfang hier so einen kleinen, ja, wir das ein bisschen umgebaut haben. Da wird auch noch ein bisschen mehr passieren. Es soll noch ein bisschen was hier an die Wand rankommen, dass es einfach noch mal so ein bisschen schicker aussieht. Aber im Großen und Ganzen wird es so bleiben, wie es ist. So, um was geht's heute? Ihr habt es vielleicht schon gelesen in der Beschreibung oder im Titel oben. Ich wollte euch heute mal die Unterschiede zeigen zwischen dem Prestige Hellen. Das ist der normale Dressursattel als Zwoblattsattel, so wie ihn die meisten vielleicht auch kennen. Wie gesagt, ist ein sehr gutes Sattelmodell vom Prestige. Und dann haben wir noch im Vergleich dazu den Prestige Hellen K. Das ist eigentlich gleicher Sattelbaum, gleiche Sattelkissen, anderes Sattelblatt, anderes System. Und da wollte ich euch mal so ein bisschen die Unterschiede zeigen und erläutern, weil auch meine Kunden mich ab und zu mal danach gefragt haben. Nicht nur speziell bei dem jetzt Modell, sondern es gibt ja von manchen Modellen gibt es eine normale Zwoblatt-Variante, so wie es hier ist, also mit Sattelblatt und Schweißblatt unten drunter und dann unten drunter das Sattelkissen und dann eben Monoblattsättel, wo die Pausche oben drauf sitzt. Und da wollte ich jetzt euch einfach heute mal ein bisschen was zeigen und auch, was mir auffällt, was ich die Unterschiede finde und was ich für meine Finden besser finde oder was ich jetzt schlechter finde. So, los geht's. Also wir haben hier den normalen Prestige Hellen, Zwoblatt-Variante, der hat jetzt eine feste Pausche, den gibt es auch noch mit einer Klettpausche. Wie gesagt, ganz normal hier, zwei Blatt. Da laufen jetzt auch die Strippen hinten mit einer V-Aufhängung. Ne? Und die vordere läuft hier durch. Nicht als Vorgurtstufe, also die hängt nicht ganz vorne, sondern die läuft als Nagelstufe. Sprich, die läuft unterhalb von der Sturzfeder entlang. Also quasi hier, das sieht man es noch ein bisschen, da ist das Gurtband dran. Da läuft die einmal vorbei. So, und unten haben wir quasi ja, das Schweißblatt. Und noch die Schuffe, die da läuft. Und eben das französische Sattelkissen. So, dann ist jetzt hier mal gerade rein. Ist jetzt nicht meine Sitzgröße, ist ein 17 Zoll, deswegen sieht es wahrscheinlich so ein bisschen gequetscht aus. Ja, minimal, es geht. Ja, so, ist halt, ich sag mal, ein normales Sitzgefühl irgendwann. Also man sitzt wie gewohnt vom Prestige sehr gut. Macht wirklich einen guten Eindruck, sitzt bequem. Und außer dafür, dass man das Sattel ein bisschen zu klein ist, liegt mein Bein eigentlich wirklich gut dran. Ja, so. Jetzt gucken wir uns mal den Bruder dazu an. Das sind beide 17 Zoll Sättel, beide 33er Kammer, also wirklich sehr, sehr ähnlich. So, hier gleicher Sitz. Auch das System, dass die Schupfe hier über dem Bügelschloss entlangläuft, beziehungsweise auf Höhe des Bügelschlosses und nicht vorne am Kopfeisen. Nur eben, wir haben halt hier nur ein Sattelblatt, sprich ein Monoblattsattel. Die Aufhängung der Schupfen ist gleich, also die Positionierung ist auch gleich. Hier hat man jetzt halt auch die Strümpfe unten noch mit einem Gurtband befestigt, dass sie das Sattelblatt, wenn man den Sattel angurtet, eben so ein bisschen mit ranzieht. Nicht, dass es hier so ein Flattermann macht, sondern dass es hier ein bisschen fixiert wird, hinten genauso. Sprich hier, da ist noch so eine Tasche aufgebracht. Weiß nicht, wie gut man das sieht. Ja. Hier ist so eine Tasche aufgebracht, da läuft die Schupfe vorne durch, wird mit einem Gurtband hier befestigt und hinten läuft die hier so eine Tasche. Da läuft die durch und zieht dadurch das Sattelblatt schön ans Pferd ran, dass euch das nicht flöten geht. So, und hier sitzt halt der Hauptunterschied, die Pausche sitzt oben drauf. Ich habe hier einen richtig steilen Winkel und kann mich halt noch besser und ja, wie soll ich sagen, also es gibt gefühlt einfach ein bisschen mehr Halt. Es ist so ein bisschen mehr Richtung Sitzprothese irgendwo, weil man sich halt richtig schön dahinter klemmen kann und die Pausche so richtig, ja, horizontal, vertikal auf dem Sattelblatt draufsteht. So. Ich glaube, man sieht es auch ganz gut, wenn man sich das mal so anschaut. Hier, wie die Pausche da steht. Man kann sich halt hier richtig schön dahinter klemmen. Das ist halt so wirklich der Hauptunterschied zwischen einem Zwoblattsattel und der Monoblattsattel. Wenn man sich das bei dem hier nämlich mal anguckt, die Pausche ist von der Größe eigentlich fast gleich, aber hier läuft es halt so ein bisschen geschwungener
Und bei dem anderen geht es halt hier so runter und danach kommt das Sattelblatt. Ich würde mal sagen, wenn man mehr Halt im Sattel sucht, also wenn man wirklich darauf steht, dass man mehr Halt hat, ist man hiermit auf jeden Fall besser bedient. Aber jetzt kommt der ganz große Knackpunkt, es muss halt passen. Also es muss wirklich zur Länge und zur Winkelung des Oberschenkels passen, weil wenn es nicht passt und man den Oberschenkel vielleicht ein bisschen kürzer und ein bisschen stärker angewinkelt hat, dann hängst du hier halt voll dran. Und dann hast du keine Möglichkeit mehr irgendwie das großartig zu korrigieren, weil die Pausche halt oben drauf sitzt. Wohingegen beim Zweiblattsattel kann man einfach eine Klettpausche unten drauf bauen und dann ist das Problem gelöst, also dann ist es erledigt. Und die Möglichkeit hat man halt nicht, also von meinem Empfinden finde ich die Zweiblatt-Variante ein bisschen einfacher und ein bisschen flexibler, aber wenn man natürlich mit der Pausche hier so wie die ist zurechtkommt und man möchte halt viel Halt haben am Sattel, ist man schon hiermit besser bedient. Ansonsten liegen die Sättel beide gleich gut auf dem Pferd, weil, wie gesagt, gleiche Sattelkissen, gleicher Sattelbaum, gleiche Auflagefläche, das ist wirklich alles komplett identisch, nur eben das Sattelblatt mit der Pausche ist anders. Genau, gibt es noch was, was anders ist? Lass mich kurz überlegen. Ne, ich glaube, das war's. Ja, dreht sich wirklich einzig und allein um die Pausche. Es gibt aber bei manchen Sätteln dann noch eine andere Variante als Monoblattsattel. Die haben zwar auch nur ein Sattelblatt und sind von der Konstruktion so gearbeitet wie der hier, haben aber hier vorne wie so eine Muschel, nennt man das, wo dann quasi das Oberleder hier drüber geht und man in der Mitte eine Kletttasche hat und sich die Pausche versetzen kann. Da hat man es quasi vom Effekt so wie bei dem Sattel hier, wenn man nur ein Sattelblatt hätte und im vorderen Bereich hier die Pausche dann einkletten kann. Finde ich für mich persönlich fast noch mit die beste Variante, weil man hat eben den Vorteil vom Monoblattsattel, man ist nah und direkt am Pferd und man hat aber auch den Vorteil von der Klettpausche hier vorne, dass man das quasi dementsprechend noch verändern kann. Genau, aber das hat hier eigentlich jetzt wenig mit zu tun. Genau, von daher wollte ich euch heute nur mal so ein bisschen die Unterschiede zeigen zwischen den beiden Sätteln. Also vom Sitzgefühl fühlt sich für mich der erstmal etwas besser an, aber auch, weil mein Bein hier wirklich schön sich reinlegen konnte. Aber alles in allem würde ich in der Regel eigentlich eher immer zu einem Zweiblattsattel tendieren, weil man einfach ein bisschen flexibler ist. Hoffe, Wieso hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da und bis nächste Woche. Ciao.